weiter nach oben. Hans Rosen sagt Ihnen nun, wie es heute Abend auf dem Bökelberg ausgegangen ist. Gladbach gegen Leverkusen. Leverkusen in dunkler Spielkleidung trat ohne Röber und Elmer an. Bei der Borussia fiel eine interessante neue Rollenverteilung ins Auge. Bruns spielte Libero und Hannes Vorstopper gegen Ökland. Hier klärt er vor Leverkusens Mittelstürmer auf Kosten einer Ecke. Genaue Manndeckung auf beiden Seiten. In der Anfangsphase passierte nicht viel Aufregendes. Vojtovic. Was? Von den beiden Torleuten wurde Hesselbach als erster auf die Probe gestellt. Gladbach konnte entgegen der Ankündigung nicht mit drei Sturmspitzen antreten. Pinkal fehlte wegen einer Erkrankung. C. Gegen Hörster, indirekter Freistoß für Gladbach wegen Sperrens. Und dieser Freistoß wird schnell ausgeführt, obwohl der Tatort einige Meter zurück lag. Mill trifft den Pfosten. Sein Bewacher heute war Demel. Es dauerte eine Zeit lang, bis die Borussia ins Spiel kam. Durch die Erfahrungen bei der Heimniederlage gegen Nürnberg war die Mannschaft auch vor übertriebenem Sturmdrang gewarnt. Eckball für Gladbach, herausgeholt von Mill. Und gleich eine Unsicherheit in der Leverkusener Abwehr. Mill trifft zum zweiten Mal den Pfosten. Spätestens jetzt wurde deutlich, dass Demuth mit ihm Probleme hat. Wir befinden uns jetzt etwa in der Mitte der ersten Halbzeit. Der Druck der Borussia wurde stärker. Zunächst die Leverkusener. Aber dann hat Libero Bruns aufgepasst und dann das schnelle Umschalten auf Angriff. Das ist Schmieder. Und Greiner kann den Ball erst hinter der Linie erreichen. Eckball für die Borussia. So war Greiner in Erwartung des Balles. Gut geführt aus. Und Mill erzielt das 1:0 in der 23. Minute. Die Wiederholung in Zeitlupe. Vorstopper Demuth ist zwar hautnah bei seinem Gegenspieler, stört ihn aber nicht energisch genug. Greiner hatte keine Chance. Das ist der Anstoß unmittelbar nach dem Gladbacher Führungstor. Die Mannschaft in der Freude über diesen Treffer noch etwas unkonzentriert. Was kommt an den Ball, spielt Ringels aus. Vorbei auch an Bruns. 1:1. Zwei Tore innerhalb von 60 Sekunden. Auch hier die Wiederholung. Zumindest in der Anfangsphase hatte Ringels einige Probleme mit seinem Gegenspieler Was. Hesselbach am Ausgleich ohne Schuld. Mill gegen Demuth, das war sicher eines der wichtigsten Duelle am heutigen Abend. Beide waren ja lange verletzt, aber Mill scheint schneller wieder zur Normalform zu finden. Hier ist er am Ball. Diesmal lässt er allerdings Demuth aussteigen und das 2:1 durch Schmieder in der 32. Minute. Auch diesen Treffer sehen Sie noch einmal in Zeitlupe. Zunächst die Flanke von Mill und dann können Sie deutlich erkennen, dass dieser Treffer eindeutig auf das Konto von Greiner geht. Schmieder, der Torschütze, war kein schlechter Vertreter für Pinker. Die Borussia hatte die besten Szenen, wenn sie die Möglichkeit zu kontern hatte. Und Achtung, Strafstoß nach einem Zweikampf zwischen Bruckmann und Fee. In der Zeitlupe erkennen Sie besser das ungeschickte Zweikampfverhalten von Bruckmann. Ich muss mich im Übrigen korrigieren, der gefaulte Spieler war Rahn. Und Hannes führt den Freistoß aus. 2:1, 3:1 in der 35. Minute. Torhüter Greiner im falschen Eck. Jetzt eine Szene kurz vor dem Halbzeitpfiff. Und wieder ist Leverkusens Vorstopper Demuth beteiligt. Nach dieser hohen Flanke eine missglückte Kopfballabwehr. Wilsdorf kann den Fehler in letzter Sekunde ausbügeln, aber nur auf Kosten einer Ecke.
Und bei allen Eckbällen ist Hannes im gegnerischen Strafraum zu finden. Ein schöner Kopfball und eine glänzende Reaktion von Greiner. Gilsdorf beseitigt endgültig die Gefahr, aber es geht mit einem erneuten Eckball weiter. Und dann noch einmal eine Möglichkeit für Hannes. Vertan, Halbzeitstand 3:1, aber Gladbach hätte höher führen. Zur zweiten Halbzeit gab es den erwarteten Wechsel bei Leverkusen. Demuth blieb in der Kabine, für ihn kam Winkelhofer. Und Gilsdorf übernahm die Bewachung von Mill. Winkelhofer mit der Nummer 14 und Bruckmann, der neue Libero, klärt zur Ecke. Anschließend zitierte Schiedsrichter Walz Gladbachs Kapitän Hannes zu sich, weil Wurfgeschosse in Richtung Leverkusener Tor geflogen waren. Aufforderung an den Stadionsprecher, die Sicherheitskräfte zum Eingreifen zu bewegen. Den Eckball gibt Wuttke herein, Schumacher verlängert zu Hannes, Hermann rettete da auf der Linie, Greiner war schon geschlagen. Eine Szene aus der 50. Minute. Das wurde schon in den letzten Spielen festgestellt. Nach einem Rückstand bricht die Leverkusener Mannschaft auseinander, die in Ordnung und Disziplin verloren. Das ist Wuttke, der hervorragende Szenen hatte. Hier ein kluger Pass in den freien Raum für Rahn. In der Chancenauswertung blieben bei der Borussia viele Wünsche offen. Und noch etwas fiel auf. Die Überlegenheit der Gladbacher in den Sprintduellen. Gleich läuft Fee seinen Bewachern davon. Aber gleich drei Gladbacher verpassen die Flanke auf Mill, der nach der Pause nicht mehr so wirkungsvoll aufspielte. Sicher auch ein Verdienst von Gilsdorf. Aber die Gefahr ist noch nicht beseitigt. Eine Möglichkeit für Hannes. Leverkusen phasenweise nur noch ein Spielball der Gladbacher. Denn im Angriff der Gäste tat sich lange Zeit überhaupt nichts. Der Ball wurde häufig schon in der eigenen Hälfte verloren. Endlich einmal eine Entlastung an. Aber schauen Sie, wie umständlich es dazugeht. Saborowski. Und aus Verlegenheit eine hohe Flanke. Kein Problem für Hesselbach. Mit der Nummer 5, 12, sahen Sie da gerade Vögel, der jetzt ins Spiel kam. Möglichkeit für Rahn und das war schon der vierte Holztreffer. Der Gladbacher, den dritten, mussten wir ihn leider unterschlagen. Endlich einmal ein guter Leverkusener Konter mit Waas. Ökland nicht im Abseits. Vorbei auch an Hesselbach, aber dann wird er zu weit zur Seite abgedrängt. Es geht weiter mit einem Eckball, obwohl Ökland ein Handspiel reklamiert. Der Sieg der Borussia geriet natürlich nicht mehr in Gefahr. Dafür war der Gegner einfach zu schwach. Das ist Matthäus, der für sehr viel Druck sorgte. Dann Ringels. Und noch einmal eine Möglichkeit für Rahn. In der Schlussphase dann die beste Möglichkeit der Leverkusener im zweiten Durchgang. Hörster, der sehr oft den Ball verzögerte. Posner. Einer der besten bei Leverkusen. Dann ist Bruckmann mit dem Kopf da, aber Hesselbach hatte blitzschnell die Fäuste oben. Endstand 3:1 für Gladbach. Ein kleines Fazit. Die Borussia verpasste heute die Möglichkeit, das Torverhältnis entscheidend zu verbessern. Und Leverkusen wird mit der heutigen Leistung so schnell vom Tabellenende nicht wegkommen.